Er moderiert als jüngster Ö3-Wecker-Moderator der Welt. Seit... Wieso lachen die da? Ich werde es nie verstehen. Ich werde dieses Dreckspublikum nie verstehen. Er ist der jüngste und bestaussehende Ö3-Moderator der Welt. Philipp Hansa! Ratatä! Wow. Philipp Hansa. Einer der längsten Appläuse ever. Absolut. Ja. Absolut, ja. Schau, hier. Schau, es ist noch lange nicht vorbei. Hier. Es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Der ist gut auch schon. 2 Millionen Zuhörer jeden Morgen. Du bist heute Morgen schon um 2.30 Uhr aufgestanden. Man unterschätzt das, die Wirkung von drei Moderatoren. Gerade im Wecker. Sind das wirklich 2 Millionen? Es sind 2,8 sogar irgendwie. Na. Ja, so, also 2,8 Verwirrte hören den Ö3-Wecker. Ja, das stimmt. Echt, das ist unglaublich. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich moderiere. Ich kann wenig und es ist nur, kann man noch drauf kommen, dass ich wenig kann. Ja, aber das ist ja für einen Ö3-Moderator jetzt nicht grundfalsch. Das stimmt, ja, das ist die Voraussetzung. Wieso, was soll das denn? Naja, es gibt auch diesen Schriftsteller Gauss, der mal irgendwann gesagt hat, Ö3-Moderator wird jeweils der dümmste des Matura-Jahrgangs. Was nicht stimmt natürlich, weil wir haben ja selber mal dort gearbeitet und ich war gar nicht der dümmste. Genau. Ein Deutscher sagt einen erfolgreichen Ö3-Moderator. Ach, ich habe doch nur zitiert. Ein Deutscher, der kein Abitur hat, das darf ich sagen. Nein, du weißt, dass du keins hast. Es steht in der Biografie anders, aber du hast keins. Na, das finde ich wirklich letztklassig. Lass uns Österreicher in Ruhe. Ja. Du bist der bestaussehende Ö3-Kollege, den ich jemals gesehen habe. Was soll ich da jetzt sagen? Ja. Ich meine, meine Eltern sitzen im Publikum und von denen habe ich das auch alles. Sehr gut aussehen. Die sind wirklich gut aussehen. Ja. Ich bin mäßig. Du bist eh nicht so gut aussehen wie deine Eltern. Ich bin schier. Nein, schier nicht. Na ja, komm. Nein. Du hast hinten was anderes gesagt. Und da bin ich in die Maske gekommen. Ja. Und dann ist jetzt hier eine nette Kollegin, hat was gezaubert. Ja. Nein, du bist wunderschön. Finde ich auch. Aber lieber Philipp, lass uns mal kurz über Ö3-Wecker reden. Absolut, ja. Der härteste Radiojob des Landes, wie man sagt. Du musst um 2 Uhr aufstehen. Ja, heute hab ich verschlafen bis 2.50 Uhr. Das war frech. Das war sehr frech. Ja. Wann gehst du ins Bett? Normal um 19 Uhr. Das heißt, du bist seit... Wie spät ist jetzt? Es ist jetzt schon 22.30 Uhr, fast. Ich stehe in 4 Stunden wieder auf. Ja. Ich habe sicher viele Freunde. Ja, das heißt... Hast du keine Freunde mehr? Nein. Nein, antworte ehrlich. Ich hab weniger Freunde seit mir drei. Jetzt ganz im Ernst. Also Partys oder sowas kommen für dich nicht mehr in Frage. Ich habe eine Woche. Der Robert hat 3 Wochen. Das ist dann, ich glaube, den muss man fragen. Ach, du moderierst eine Woche? Eine Woche und der Robert hat 3 Wochen. Okay, wann wird das, wann wechselt sich das mal ab? Oder? Alle 3 Wochen. Ja, ja, nein, aber. Sehr gute Antwort. Ja. Ziemlich schlagfertig hier, ja. Sehr, sehr gute Antwort. Es steht hier irgendwo. Da steht es. Ja. Ja, na, aber das steht nicht. Der Robert hat immer durchgehend 3 Wochen und dann habe ich eine Woche. Somit, also 5 Tage kommt man jetzt, das schafft man. Als du das Angebot bekommen hast, hast du dann kurz gezögert, weil du dachtest, ich bin jetzt, du warst 23, 24, als du das, 24, als du das Angebot bekommen hast, wo du gedacht hast, mein Gott, mir steht das Leben offen, ich könnte jetzt irgendwo auf eine Messe gehen und mir eine Lüftung kaufen, ich könnte so viel noch erreichen. Ja. Hast du dann nicht das Gefühl gehabt, das ist vielleicht doch kein cooler Job, so früh morgens arbeiten? Ja, die Frage kann mit Ja oder Nein beantworten. Nein, aber es stimmt wirklich. Es war so, dass sehr viele... ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ratschläge in meinem Leben bekommen. Also es waren wirklich alle gesagt, das ist eine Chance, das musst du ergreifen, das kommt nachher nie wieder. Ja? Mhm. Weil es dann vielleicht eben schier wirst oder irgendwas und dann kannst du nachher nicht mehr machen. Da hast du auf mich gezeigt jetzt? Nein, ich habe da hinten... Gott, wenn DJ Ötzi wenigstens da wäre. Lass das HD-Gesicht in Ruhe. Nein, du bist schön. Ich weiß. Ja, eben. Ja, ich fühle mich auch nicht hässlich. Ich habe es auch nicht behauptet. Es gibt ja auch die innere Schönheit. Ich habe es nicht notwendig, so diese gut frisierten, diese Löckchen und so. Aber jetzt ganz im Ernst, der Herr Pfeiler, der auch nachher kommt, Pfeiler ist sehr gut super sympathisch. Der hat Haare. Er bindet sich zum Zopf zusammen, ja? Ja, aber so gut, das ist so gutes Haar. Voll. Ja, gutes, dichtes, volles Haar. Ja, absolut. Du auch, bist ja auch stolz auf deine Haare, oder? Ja, ja. Obwohl ich glaube immer, dass das Sockenstopfwolle ist, was du da am Kopf hast. Ja, ja. Aber ich muss nur zugeben, ich habe jetzt, also heute, Dienstag, seit einem Jahr, also habe ich den Wecker zum ersten Mal moderiert. Den Wecker. Und seitdem schießen mir die Geheimratsecken ins Genack. Das ist doch nix. Doch.
Ich bitte dich. Ich kann es jetzt, es ist, also ich schwöre dir, ich war davor, war ein Hartz. Ja gut, für 25 stimmt. Ja, ey, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt mit 25 sah ich so aus wie Pfaller. Ja. Also ich bin jetzt fast 50. Und was war es bei dir? Bitte? Was war es bei dir? Wie, was war es bei mir? Naja. Was meinst du, was die, war's? Die vom was meinst du jetzt? Na, die... Lass meinen Kollegen in Ruhe. Absolut. Wieso, was meint er denn? Ich verstehe überhaupt nichts. Nein, wegen vom Haaransatz her, wie... Wie Haaransatz? Was? Was meint ihr? Wer ist das überhaupt? Du musst mit ihm langsam reden, der Mann hat keine Matura. Okay. Lieber Gary Friedle, ja. Mit deinem Hit, Philipp Hanser ist heute zu Gast. Lieber Philipp, wir haben es ja schon anklingen lassen, du hast ein großes Schauspieltalent und willst eigentlich Schauspieler werden. Darf das der Ö3-Chef, wer ist Ö3-Chef eigentlich? Wer ist Ö3-Chef? Georg Spatt ist der Ö3-Chef. Georg wer? Spatt. Georg Spatt ist unser Chef. Georg Spatt, nie gehört, aber wahrscheinlich guter Chef. Sehr guter Chef. Aber ja. Absolut. Und du hast mir aber gesagt, du magst den Job wahnsinnig gern, aber du bist eigentlich angetreten, um Schauspieler zu werden. Am Anfang war das mehr so, was mir mehr Spaß gemacht hat. Und dann halt mit der Zeit, das mit dem Ö3-Wecker, habe ich dann auch einfach... Jetzt ist es natürlich schwer, weil das kommt der eventuelle Schauspielkarriere natürlich in die Wege. Wenn man Ö3-Wecker-Moderator ist, kann man nicht mehr als Schauspieler... Bei Ö3 der Film... Genau. Könnte er gut spielen. Ja, aber aber dass Philipp Hanser ein sehr fantastischer Schauspieler ist, vor allem die Mimik, weil den Ausschnitt, den wir zeigen, der ist nicht sehr textlastig. Ja, das ist gar aber nichts. Die Mimik, ganz ehrlich, grandios. Hier ein Ausschnitt aus Soko Donau war das, glaube ich, du wirst verhört. Grandios. Boah. Wahnsinn. Grandios. Gänsehaut. Na, oh. Aber ich erkenne das sofort. Aber ja, klar. Ihr erkennt mich sofort. Ja, ihr erkennt es auch sofort. Dieses Schlucken. Es ist die Mimik. Ja, und du hast diese beiden die langhaarigen Drogensüchtigen, die da mit dir. Ja, wer war das? Komplett an die Wand gespielt. Absolut. Ja. Es ist dieses Adamsapfel. Schluck mal bitte. Warte mal, kann die Kamera mal ganz groß auf seinen Adamsapfel? Ja, gut, dass ich da hier einen Pickel aufgerissen habe, kurz vor der Sendung. Ja, Adamsapfel ist weiter unten. Na, hey, das ist. Adamsapfel! Nicht auf die Halbglatze, Adamsapfel. Geh bitte, so, ja, da. Na, weiter runter. Ja! Da ist er. Und schluck mal. Oh, aber Moment, oh. Moment, kann hast die Kamera... Moment! Das könnte Krebs sein. Ja, nein, das ist eine Schilddrüsenstörung. Ja. Nein. So ein riesen Adamsapfel. Mach nochmal, kannst du es noch einmal machen? Ich finde, das hat fast was Sexuelles. Oh Gott. Das schaut aus wie Alien, jetzt bricht gleich die Haut auf. Jetzt bricht die Haut auf und da kommt Marika Lichter raus. Am Anfang war ich schön, jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich... Ja, aber mit dem Hals kannst du ganz groß rauskommen. Ich glaube auch, absolut. Ja. Aber ist euch dieser Damenflaum aufgefallen? Dieses Bärtchen? Kaum. Kein Scherz, 4 Wochen. Echt, du brauchst 4 Wochen? Um sowas zu züchten. Das heißt, du bist nicht sehr behaart? Nein. Mein Bruder hat gesagt, das ist Oberlippenschmutz und er wollte es immer wegmachen. Ja, aber es ging nicht. Ist es ein Gendefekt oder? Keine Haare zu haben? Ja, na, du hast ja Haare, aber ich meine Oberlippe. Es gibt so Typen, die keinen Haarwuchs haben. Aha. Ja, dagegen. Also, Vater Abraham, kann es nicht glauben. Ich rasiere mich immer kurz vor der Sendung. Aber gut. Ja. Das heißt, wenn ich das richtig verfolge, du moderierst das seit einem Jahr. Ja. Ist das ein tolles Team? Ja. Beim Wecker? Ja. Tolle Leute? Ja, wer ist dabei? Wer dabei ist? Ja. Gabi Hiller ist dabei. Toll. Die kennst du natürlich. Ja, sie ist toll. Ja. Die sitzt im Publikum, also geil für dich. Oh, doch, die ist gut. Nein, das ist auch... Die Hiller ist... Da ist die Hiller. Ist das die? Schau, die Hiller. Wow, Gabi toll. Hiller. Die Hiller ist wunderbare Gabi Hiller. Ah, da muss man wirklich... Absolut. Ist ja irre. Ist das... Die Gabi Hiller ist auch bei uns? Ja. Wow. Das ist nämlich so... Auch so schön. Die waren, als wir... Weißt du es noch, als wir beim Radio gearbeitet haben, das waren teilweise Fratzen, die dort gearbeitet haben. Ja. Die hat uns eingeschult. Ist die Hiller auch so hübsch, oder was? Ja, die ist schön. Die ist hübscher als ich. Die Brille Hiller schaut gut aus, bist du narrisch. Ich hab die Brille hier. Das ist Hallo Hiller. Moment, kann man sagen, alles geile Biester bei Geile Ö3? Schweine, wirklich? Absolut, wirklich Tip-Top-Menschen. Und wie ist der Kratki dann jemals da reingekommen? Nein, der Kratki, der Robert ist, du hast ihn vielleicht länger nicht gesehen, der Robert ist schön. Ja, der ist schön. Ich finde auch. Ich finde ihn wirklich gut. Er ist auf den Plakaten, da seid ihr ja alle drei drauf, diese Ö3-Plakate, da gehe ich jeden Morgen dran vorbei an diesen Plakaten und weiß auch nie, wer am schönsten ist. Alle wahnsinnig wirklich schön. Ja. Also, aber es ist wirklich so. Was steht auf deinem Plakat drunter? Philipp Hanser. Ja, richtig. Als was wirst du zu Fasching gehen? Als zu Fasching? Mhm. Okay, die kommt sehr spontan, die Frage, die haben wir uns nicht ausgemacht vorher. ich weiß gar nicht, habe ich mir jetzt nicht... Vielleicht nackt. Gute Antwort.
Was? Vielleicht nackt wieder mal, ich weiß nicht. Einfach so, ja. Nackt die Freunde, also das Kollegium überraschen. Weißt ja. Aber wenn du sagst wieder, wirst du sie nicht sehr überraschen. Ja, ich wollte das jetzt, es ist jetzt rausgerutscht. Ja. Aber ich habe letztens, weil du sagst nackt, ich habe letztens die Knoll und Kratki, warst du da auch dabei, die wurden noch in so einen Container gesperrt. Ja. Da war die Gabi Hiller übrigens auch dabei. Weil mir, ach, das ist Gabi Hiller. Das ist die. Diese schöne Frau. Diese das ist Gabi Hiller. Das ist die. Ja. Wegen der habe ich die ganze YouTube-Scheiße geschaut. Ja, ich weiß, ja. Ja, ja. Das ist Gabi Hiller. Ja, und da war einmal auch zu sehen eben Knoll in Unterhose. Ja, der ist kurz durch. Das war um 5, 6 Uhr früh. Was warst du da? Nee, YouTube. Ich schau mir die Folge auf YouTube. Okay, du hast, ja. Das ist das Neue. Ich nehme mir Zeit für die Masturbation. Mhm. Ja. Ja, Andi, oh Gott, wie kaputt ist das denn? Der Mann masturbiert zum Ö3-Wecker. Ich kann nicht mehr. Das ist ja das Kaputteste, was ich jemals gehört habe. Oh Gott. Nein, so war das nicht gemeint. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Na gut, machen Sie sich selber Ihr Bild. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte. Andi Knoll macht in Unterhose eine Spitzenfigur. Ja, der ist auch ein Top-Schwimmer gewesen. Top-Schwimmer. Der ist ein einen Body Rücken zum Wahnsinn. Niederknien. Super. Wisst ihr, wer toll aussieht? Wer? Wer wirklich toll aussieht? Ja. Unser neuer Verteidigungsminister Doskozil. Doskozil. Der weiß, hat einen. Weißt du, wie der aussieht? Ein bisschen wie Oliver Hardy. Bisschen, ja. Mhm. Stan Laurel und Doskozil. Ja. Zu was der wohl zu Fasching geht? Maschek wissen das vielleicht.